Ja, Leute, das neue iPhone 12 steht in den Startlöchern, aber wir haben es natürlich schon früher aus China hier. Vielleicht ist es auch nur ein Fake. Wir werden es uns angucken. Vor ungefähr 2 Monaten hat uns ein Vöglein gezwitschert, dass dieses Gerät hier unterwegs zu uns ist. Inzwischen sind die Gerüchte sogar ein bisschen in eine andere Richtung, was das Kameralayout anbelangt. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. 512 GB haben wir hier. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Und wir haben hier ein iPhone 12 Pro Max. Das bedeutet, es sollte theoretisch 6,7 Zoll haben. Ja. Das sind die aktuellen Gerüchte. Und wir packen es einfach mal aus. Wie ist der Karton so? Ist das hier schön irgendwie mit 3D oder so? Jo, jetzt juckt den Karton doch auch keiner mehr. Jetzt pack's aus. Ja, gut. Sieht eigentlich aus wie auf dem Karton. Alter, das Apple-Logo. Alter, das hat eine matte Rückseite. Das finde ich nice. Ich würde mich freuen, wenn die Rückseite wieder matt wird. Genau, dann passt das auch ungefähr von den Maßen hier. Wie findest du das hier mit, mit diesem Boxy-Design? Also, dass das Ganze hier halt so ein bisschen, ja, nicht so stark abgerundet ist. Die, so. Die Kanten sind ein bisschen, hier ja. Ist es ja so abgerundet. Also, ich muss sagen, ich hatte sowohl ein iPhone 4 gehabt damals und jetzt halt eben auch das hier. Ich finde das so Runde ein bisschen, liegt ein bisschen schöner in der Hand, wobei ich das Eckige aber schicker finde. Wir machen damit gleich weiter. Wir gucken mal kurz, was sonst noch in der Box kommt. Also ja. Hier designed bei Apple, haben sie zumindest schon mal schön kopiert. Okay, wir haben wieder den schlechtesten Ladeadapter aller Zeiten. Ohne Scheiß, ne? Wer steckt sich sowas in die Steckdose? Ja, hoffentlich niemand. 5 Watt, das ist stark, das ist aber, Power. Aber sagen wir mal so, ne? Bei dem echten iPhone 12 soll doch gar kein Ladeadapter unter Umständen vielleicht bei einigen Versionen nicht mehr dabei das sein. Das war zumindest mal ein Gerücht, was sich hartnäckig gehalten hat, ja. Und hier haben wir jetzt einen. Da dabei. Haben wir noch einen dabei. Okay, dann haben wir hier noch die guten alten EarPods, also sprich mit Kabel, gebunden mit einem Lightning-Anschluss. Die sind wieder in dieser Kunststoffverpackung drin. Ne? Die es eigentlich nicht mehr gibt. Die gibt es nicht mehr, genau. Die haben einfach so ein Lager mit diesen Fake-Dingern und die kann man einfach dann mit reinschmeißen. Weißt du, die haben irgendwo noch 3 Container stehen mit den Dingern. Ich schon, also mehr als 3. Das hier ist die Soundqualität. Wackelt der Bass dann halt hinterher ein bisschen. Ne? Ein Lightning-Kabel würde ich jetzt nicht unbedingt in mein echtes iPhone stecken, weil das ist ja doch ein bisschen teurer. Den ganzen anderen Kram ist zwar immer ganz witzig, aber so wirklich interessiert das keinen, denn eigentlich wollen wir uns das iPhone ja angucken. Okay, ja, die Notch ist riesig. Und der das Kinn unten. Ja, unten, aber prinzipiell wieder so eine richtig gute Apple-Oberfläche drauf. Notch-technisch sieht tatsächlich ziemlich gleich aus. Also hier stand gerade schon Setting Up, also es sah aus wie Android. Okay. Ja, genau. Genau, Swipe Up to Open, das machen wir doch mal. Ja, diese Oberflächen, die sind halt auch, glaube ich, nicht mehr so schwierig zu machen. Ne? Aber es sieht schon, ist halt einfach eine Skin. Wir sind einfach überhaupt gar nicht begeistert. Ne? das Ding ist, es ist eigentlich ultra krass, aber wir haben es jetzt halt beim letzten... Okay. Wenn das mal Full HD sind, ne? Ja, gut. Hat ja ein iPhone 11 auch nicht, ne? Shots feiert, ja? Ja, das ist die Wahrheit. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wir können ja mal in die Einstellung gehen. Sieht auch ein bisschen aus wie iOS 13, so, ne? Ja, ist wieder schön kopiert. Sieht schon gut aus. Was passiert? Aus. Podcast, öffnet das wieder Google Podcast. YouTube versuchen sie hier zu öffnen. Oh, guck mal hier, wenn du dir das jetzt mal so anschaust. Auf den ersten Blick ist es schon relativ nah dran. Das ist die maximale Helligkeit. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, die geht halt irgendwie nur bis hierhin hoch und hier passiert gar nichts mehr in diesem oberen Bereich. Ich würde sagen, wir starten mal in die Kamera, oder? Wir starten mal in die Kamera. Sollen wir mal eben kurz gucken? Lass uns mal raten, welche davon echt sind. Da könnten sogar mehrere echt sein. Gutes Bild auf jeden Fall. Ja, das ist mein Kamera-Original-Erkennungs-. Ja. Ne? Okay, also wir haben hier theoretisch laut dem Interface haben wir eine Ultraweitwinkelkamera, 0,5, herauszoomen quasi. Die normale Hauptkamera und die zweifache Zoomkamera hier. Es sieht halt aus wie im Original. Das Schöne ist, wenn ich jetzt mal hier wechsle zwischen den einzelnen Einstellungen, passiert halt gar nichts. Okay, doch, da zoomt es minimalst rein, das ist aber kein zweifacher Zoom. Wie viele Kameras sind da? Gucken wir mal, wie viele echt sind, ne? Da passiert nichts, auch nicht, wenn ich auf die zweifache gehe. Da passiert auch nichts, egal auf welche Kamera ich wechsle. Da passiert auch nichts. Okay, also die und die sind fake, dann ist die hier wohl echt. Ja, also wir haben eine echte Kamera. Sag mal. Und das Reinzoomen ist dann halt ein digitaler Zoom mit der Hauptkamera. Die sieht ein bisschen weiter weg. Die anderen sind einfach dreimal das gleiche Fake-Glas. Ja. Das ist nur Kunststoff hier drauf. Ja, wir werden das ja nochmal wieder auseinandernehmen, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Also wir werden das. Wenn ihr das auch sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Unser Plan ist auf jeden Fall, wenn das iPhone 12 rauskommt, werden wir das, denke ich, auch testen. Dann werden wir das mal mit diesem Fake hier vergleichen. Bin auch sehr gespannt, ob das tatsächlich so wird. Also man sieht jetzt hier hinten, führt quasi mit dem Rahmen auf. Und dass es flach ist, so meinst du, ne? Dass es komplett flach ist. Ich habe gerade mal geguckt hier, der Stummschalter funktioniert tatsächlich. Oder er sagt, dass er funktioniert. Du weißt natürlich nicht, ob er jetzt trotzdem noch Geräusche macht. Mach mal Silent. Guck mal, der Vibrationsmotor fühlt sich gar nicht so scheiße an. Ja, fühlt sich an wie von einem günstigen Android-Handy. Ja. Er ist überhaupt eingebaut, also das finde ich ja schon mal krass. Okay, jetzt haben wir Silent Mode aber on. Das heißt, eigentlich sollte er jetzt auch keinen Auslöser-Sound mehr haben.
Ui. Funktioniert. Also Software können die. Gut, gehen wir mal in Wetter. Also wir starten hier direkt in Beijing mit Yahoo Wetter. Finde ich sehr gut. Ich bin gespannt, was da von Android draufläuft. Play Store hier. Also nicht Play Store, natürlich nicht. App Store, sorry. Wir verbinden uns mal mit dem WLAN. Ne? Was soll schon passieren? Da ist ja wohl Virus oder sowas. Ne? Unser Netzwerk kann das vertragen. Unser ganzes Netzwerk ist einfach tot, wenn du das jetzt machst. Ja, wir sind verbunden. Unser Netzwerk wird explodieren jetzt. Und dann gehen wir jetzt nochmal in den App Store. So ein ganz, ganz kritischer Drittanbieter-Store vermutlich. Ne? So was ganz, ganz Fieses. Ich sag mal so, meine Banking-App würde ich jetzt nicht runterladen. Nee, würde ich auch nicht. Das soll NFC haben, ne? Könnte ich Apple Pay mitnutzen. In dem Fall wahrscheinlich eher Google Pay. Ja, nice. Wallet können wir auch noch gucken. Ey, ich muss wirklich sagen, softwaremäßig haben sie... Läuft auch flüssig, ne? Haben sie noch mal ein bisschen was verbessert, was so die Kopie angeht. Hier, guck mal, sogar mit so einer Übergangsanimation und so. Ja, oh, wir können einmal die Lautsprecher testen. Ja, oder den Lautsprecher, je nachdem, wie es läuft. Okay, da ist auch der Play Store versteckt. Ah, sich versteckt, ja. Haben sie ganz gut gemacht bisher, muss man ja sagen. Gehen wir mal in Safari. Der Ordner heißt... Fertilities. Speaker-Test noch. Alex, erinnert dich das an die Android-Welt? Ich bin da ja ein bisschen raus. Nee. Ach, das soll ja auch ein Safari sein. Ich dachte, so sieht Safari aus. Ja, aber Safari vor 10 Jahren sah so aus. Die können halt nicht immer ganz aktuell sein. Bums, was geht da direkt? Warte, nein. Das wollte ich gar nicht starten. So, gucken wir uns doch hier mal ein schönes Video an. Alter, okay. Achso, das ist der Power-Button. Da sind öfters mal Lautstärke-Tasten. Ah, da kam direkt Siri. Aber nicht beim iPhone. Ist viel besser als beim iPhone. Du musst aufhören zu reden, sonst funktioniert Siri nicht. Entschuldigung. Ich glaube, das ist nur eine Animation, die uns vorgaukelt, dass sie das verstehen würde. Aber tut sie gar nicht. Aber egal, beim letzten Mal war das halt, kennst du sie, wie ist das früher nochmal, dieser Sprachassistent? NFC ist das Mittelklasse Sprachsteuerung, genau. Und genau das vergleichen wir jetzt mal mit dem Mittelklasse. Hammer ist weg. Und es hört sich so an, als würde Torben in einem Pappkarton sitzen. Aber in einem sehr schlechten Pappkarton. Mal gucken, welche Auflösung uns hier erlaubt wird. Nein, nein. Ah, guck mal, das Video kennt man doch. Was haben wir hier? 1080p, nice. Ja gut, das heißt eigentlich nichts, weil das hier in der Safari-App ist, aber also wenn das Display Full HD unterstützt. Also der Sound ist scheiße. Tim, was ist dein Fazit? Ich finde das Design nicht verkehrt, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie viel echtes iPhone jetzt hier drin steckt. Von vor 3 Monaten ist das jetzt quasi, auf dem Stand ist das hier entstanden. Vielleicht ist das hier... Vielleicht ist es das schon. Ja, vielleicht ist das Original-Case. Also das darauf Original, basiert das, darauf basiert das, das ganze iPhone, das ganze neue iPhone. Ja, also das war jetzt ein iPhone für 180 Euro aus China, so ein Fake. Wenn man aber 180 Euro ausgeben will, dann kann man sich auch dafür einfach ein geiles Handy kaufen, wie zum Beispiel das Redmi Note 9S. Das ist einfach ein Android-Handy, was sein Geld auch wert ist. Richtig. Und das Video dazu findet ihr hier oben. Wir warten jetzt noch ein paar Tage ab, bis das iPhone 12 tatsächlich vorgestellt ist und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!